ganz herzlich willkommen zum DAX-Check. Heute mal pünktlich zur Markteröffnung, eine halbe Stunde früher als sonst, aber Thomas Bergmann ist trotzdem bei mir. Hallo. Hallo. Genau, wir sind ein bisschen früher dran, weil gleich noch das IPO von Home24 stattfindet und wir da eine Live-Sendung eben direkt aus Frankfurt machen. Wir schauen jetzt aber erstmal auf den DAX und blicken zurück auf gestern, denn die EZB hat ihn ja ordentlich bewegt. Ja. Also man wird Leitzins und wird erstmal so bleiben, aber die Anleihenkäufe, die werden bis Ende des Jahres auslaufen und ich glaube, das hat vor allem beflügelt. Und vor allem die Aussicht, dass es vor Herbst 2019 wahrscheinlich keine Zinsanhebung gibt. Das war in der Pressekonferenz so der Tenor. Und das hat dann dazu geführt, dass es richtig durchgestartet ist. Im Anschluss an die Entscheidung war erstmal ging es mit dem Euro nach oben und mit dem DAX nach unten. Erste Reaktion nach solchen Entscheidungen ist eigentlich immer der Garant, dass es dann danach in die andere Richtung geht. Und das ist es auch. Und dann, wie gesagt, dann hat er richtig Fahrt aufgenommen. Und dadurch hat sich jetzt auch mal ein bisschen was geändert, was die Charttechnik angeht, wenn wir jetzt gleich im 6-Monats-Chart uns mal genauer anschauen. Genau. Man sieht, wie freundlicher sich dieses Bild anschaut, diese Marke hier im Bereich 12.860, natürlich dann auch deutlich überwunden die 13.000-Punkte-Marke. Wobei ich ja schon oft gesagt habe, das ist jetzt nicht die Marke, die aus technischer Sicht hier groß eine Rolle spielt. Wir sehen, was wesentlich wichtiger ist, ist hier der Bereich um 13.2. Da müssen wir noch raus und dann ist hier das Allzeithoch auch nur noch eine Frage der Zeit. Aber natürlich hat sich dieses Bild deutlich verbessert. Und die 13.000, wie gesagt, ist mehr psychologisch wichtig, wieder ein Tausender erklommen, aber man sieht es ja sehr schön hier im Chart, dass hier diese Marke wesentlich signifikanter ist. Also die 13.200-Punkte-Marke behalten wir im Blick. Gestern hast du uns ja erzählt, dass es ein neues Produkt gibt, das mit Stop-Buy-Limit ausgestattet wurde und nach dem gestrigen Anstieg. Das Limit wurde dann nachmittags ausgeführt. Wir sehen es bestimmt auch gleich eingeblendet, das Produkt. Hier die DD6 PA1. Kauflimit war 7,40 Euro. Wir sehen, dass wir da schon 30% vorne sind. War natürlich auch ein Schein mit ordentlich Dampf dahinter. Ja, also da muss man auf jeden Fall jetzt den Stoppkurs, ich würde ihn auf 8 Euro nachziehen. Dann hat man auch ein bisschen was verdient, soll es wieder konsolidieren. Und das Ganze macht natürlich jetzt schon sehr viel Freude. Einstieg, wenn ich jetzt neu einsteige wäre, würde ich wahrscheinlich noch die 13.2 abwarten, ob wir dann auch noch darüber hinausgehen. Aber jetzt, als wenn ich dem Ganzen gefolgt bin, dann lasse ich natürlich die Gewinne laufen und ziehe den Stopp nach. Dann schauen wir doch mal, ob wir uns der 13.2 nähern, denn es gibt den ersten Kurs aus Frankfurt. Wir blicken auf die Kurstafel. Naja gut, er macht einen ganz kleinen Schritt zu Beginn des Tages, 0,1% geht es auf. Ja, wie gesagt, der Donald hat ja wieder gesprochen, er will die Waren aus China im Wert von 50 Milliarden Dollar mit Zöllen belegen. Das ist jetzt, klingt vielleicht für den Laien sehr viel, im Gesamtkontext ist das jetzt keine große Sache, aber die EU will auch jetzt kontern, die Zölle von Trump. Das EU-Kanada-Abkommen, CETA, SEFTA, steht zur Diskussion. Also da muss man jetzt schon dann mal genau hinschauen, was da passiert, weil wenn der Handelskonflikt eskaliert, dann wird es schwer mit der 13.2. Also das bei aller Euphorie, jetzt schaut es erstmal gut aus, klar. Aber da muss man schon genau einen Blick drauf werfen, was da jetzt kommt. Weil, ja, das sollte nicht eskalieren. Spannend wird auch noch die Politik. Also was mit Angela Merkel jetzt da passiert. Noch viele könnte natürlich auch interessant werden, nachdem es ja offenen Konflikt gibt in der Koalition. Also da kann man auch gespannt sein. Also es wird nicht langweilig, auf jeden Fall. Kann richtig spannend werden die nächste Zeit. Wir werden den Blick drauf haben. Die Kollegen in Frankfurt, die werden jetzt gleich einen Blick auf das IPO, wie angesprochen, von Home24 werfen. Die Kollegin Antje Erhardt dürfte sich schon bereit machen. Da geht es in 5 bis 10 Minuten los. Werden wir vielleicht auch gleich noch sehen. Da ist an der Börse schon einiges los. Man bereitet sich schon vor und dann, wie gesagt, geht es jetzt in diesen Minuten damit los. Wir sehen uns am Montag wieder, wenn Sie mögen. Blicken dann wieder auf den DAX. Dankeschön für heute. Jetzt, da tut sich was in den letzten Momenten. Also Home24 hat sich schon hier bereit gemacht.
Börsengang ist ja eine Tochter quasi von Rocket Internet, also auch die könnten eventuell profitieren. Lohnt sich vielleicht auch mal einen Blick heute auf die Rocket-Aktie zu werfen. Genau. An diesem Tag. Na gut, das war's für heute. Dankeschön, Thomas. Danke auch Ihnen. Auf Wiedersehen.